Willkommen zurück auf meinem Channel. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Sofern du neu bist, würde ich mich freuen, wenn du ein Abo hinterlässt. Und sofern dir der Inhalt gefällt, hinterlass ein Like und kommentier das Video, wenn du weitere Anregungen zu diesem Thema hast. Und ich würde mich riesig freuen, damit wir auch zum eigentlichen Thema kommen, Erziehungsstile. Darum soll es heute gehen. Es werden vier Unterschiede, die ich euch heute veranschaulichen möchte, und deren Folgen, die Folgen von diesen besagten vier Erziehungsstilen. Ich arbeite mich von unten hoch und würde mit dem Erziehungsstil beginnen, welches sich am wenigsten eignet für eine gute kindliche Entwicklung. Genau, der erste Erziehungsstil, wie gesagt, von unten hochgearbeitet, der sich am wenigsten eignet, ist der Erziehungsstil, der durch Vernachlässigung und durch Gleichgültigkeit geprägt ist. Der Name sagt es schon, die Eltern sind nicht fürsorglich, sie sind eher ablehnend, vernachlässigen das Kind, gehen nicht auf die Bedürfnisse und auf die Belange des Kindes ein. Die Emotionen sind ebenfalls nicht wichtig für die Eltern. Es geht mehr um die Eltern als um das Kind. Dementsprechend kann man sich vorstellen, dass die Entwicklung nicht sonderlich gut sein kann. Die Folgen, es werden, also in meinem Fall möchte ich euch vier Folgen anhand dessen präsentieren. Kognitive Kompetenz, was ein Großteil oder womit auch ein Großteil der Intelligenz zu tun hat, ist natürlich nicht so gut ausgeprägt bei diesen Kindern. Genauso wie das prosoziale Verhalten, sich für andere einsetzen, sich für andere kehren, so gesehen, für andere kehren, ist auch nicht so ausgeprägt. Genauso wie Selbstwirksamkeit, was so viel heißt wie, das Kind hat durch diese Entwicklung nicht genug Vertrauen in die eigene Handlung, also hat nicht das Gefühl, dass es genug Fähigkeiten besitzt, Handlungen erfolgreich durchzuführen. Das wäre Selbstwirksamkeit, ist auch nicht ausgeprägt und weist natürlich das höchste Problemverhalten aus. Viele Konflikte im Umfeld, gerade wenn man das Gefühl hatte, ja, unsichtbar zu sein, staut sich sicherlich sehr viel Ärger und Frust auf, dass man dann später im Problemverhalten, wie gesagt, dann wiederfindet. Genau, das ist der erste Erziehungsstil, der sich, wie gesagt, am wenigsten für eine gute kindliche Entwicklung eignet. An dritter Stelle haben wir die laissez-faire Erziehung, der Erziehungsstil, der sich dadurch auszeichnet, dass er die Kinder keine Grenzen setzt. Die Kinder können machen, können tun, was sie wollen. Und das ist natürlich auch nicht unbedingt förderlich, einfach weil Kinder Grenzen an sich auch brauchen. Wir kommen später an andere Stelle dazu, aber wie gesagt, in dem Fall gibt es keine Grenzen. Die Kinder haben keinen großen Respekt gegenüber autoritären Personen, neben den Eltern, auch in der Schule, mit anderen, wie gesagt, autoritären Personen wie Lehrer, Sozialarbeiter und so weiter. Das heißt, der Respekt ist da nicht so ausgeprägt, was sich natürlich auch auf die besagten vier Aspekte auswirkt. Die haben das dritthöchste Problemverhalten. Klar, wenn ihnen keine Grenzen gesetzt werden und sie nicht lernen, keinen richtigen guten Umgang lernen und pflegen mit Erwachsenen oder auch mit anderen. Die kognitive Kompetenz, die Selbstwirksamkeit, die ich schon erklärt habe, und das prosoziale Verhalten ist dementsprechend auch nicht sonderlich gut ausgeprägt. Genau, das wäre der dritte Erziehungsstil. Laissez-faire, also einfach machen lassen. Und eignet sich, wie gesagt, auch nicht so gut. An zweiter Stelle haben wir den autoritären Erziehungsstil. Für einige wird es vielleicht verwunderlich sein, warum der an zweiter Stelle ist. Mich wundert es auch, aber das ist empirisch belegt. Genau, autoritärer Erziehungsstil, der Name sagt es auch schon. Die Eltern sind darauf bedacht, die Kinder zu disziplinieren durch Sanktion, durch Gehorsamkeit. Also die Eltern erziehen die Kinder so, dass sie lernen, den Eltern zu gehorchen, dass es auch versucht wird, durch verschiedenste Methoden durchzusetzen. Ja, die Kinder, wie gesagt, richten sich nach den Eltern. Die Eltern geben alles vor. Das ist natürlich auch nicht unbedingt so gut, denn die Kinder lernen dann nicht, ihre Emotionen auszuleben, wenn sie, wie gesagt, gehorsam sein sollen, sich zurückhalten sollen, wenn
es nur darum geht, die Eltern so gesehen ihnen zu gefallen und ihnen zu gehorchen, dann entwickelt sich natürlich viel Frust, Wut und Aggression, was sich dann später auch im Problemverhalten wiederfindet. Die kognitive Kompetenz und die Selbstwirksamkeit pro soziale Verhalten ist alles auch nur mittelmäßig ausgeprägt, und sie haben so gesehen das zweithöchste Problemverhalten. An erster Stelle der Erziehungsstil, der sich am idealsten eignet, um ein Kind gut zu erziehen bzw. die Entwicklung des Kindes optimal zu fördern, ist der autoritative, also der demokratische Erziehungsstil, der, wie der Name auch schon sagt, sich dadurch auszeichnet, dass es zwar klare Grenzen gibt, die Eltern sie auch setzen und auch nicht davon wegsehen, aber sie eine kooperative Beziehung führen mit dem Kind, einfühlsamer sind, auf die Bedürfnisse und die Gefühle des Kindes eingehen und gleichzeitig ihnen zeigen, wie weit sie gehen können, welche Grenzen einzuhalten sind, das für die Entwicklung des Kindes sich optimal eignet. Selbstwirksamkeit ist sehr gut ausgeprägt in dem Fall. Das prosoziale Verhalten, genauso wie kognitive Kompetenz und das Problemverhalten ist sehr, sehr niedrig bei diesen Kindern. Deswegen, für alle, die sich dafür interessieren, könnt auch gerne nochmal nachschlagen. Der demokratische Erziehungsstil, wie gesagt, eignet sich am besten für die Erziehung und für die Entwicklung des Kindes. Das Kind lernt einfach verschiedenste Fähigkeiten und Perspektiven, die ihnen durch die Eltern auch vorgezeigt oder vorgelebt werden, dadurch, dass sie ein kooperatives Verhältnis führen, was dazu führt, dass, wie gesagt, das Kind sich optimal entwickelt. Das waren die vier Erziehungsstile mit den genannten vier Folgen. Ich hoffe, das Video war für euch informativ. Wenn ja, wie gesagt, wäre es super, wenn ihr ein Like hinterlässt. Abonniert den Channel, sofern ihr so gesehen das noch nicht getan habt. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder einschaltet, wenn es wieder informative Videos von mir gibt. Vielen Dank fürs Zuhören. Danke, dass du dir das Video bis zum Ende angeschaut hast. Und bis zum nächsten Mal.